Rote Edelsteine mit einem dynamischen Touch. Ja, der Rubinklunker. Und hier ist der Saphirklunker. Seine bleiche Farbe vermittelt ein Gefühl der Ruhe. Das heißt, es fehlen hier noch drei Klunker. Hier noch eine Sache und ein paar Tierfiguren fehlen noch. Perlen sieht fast so aus, als hätten wir vom Wakfu-Schrein 2 von 3 schon. Und in Josfert fehlt uns auch noch eine. Ponktan. Ja, und in Josfert selber auch noch. Hehehe. Gut, jetzt wollen wir aber erstmal wieder zurück hier. Jetzt, da wir die Macht des Eises haben, kommen wir auch mit der letzten Flammenspinne. Ah. Achso, da drüben müssen wir dann weiter, so wie das aussieht. Die Kanonen da sehen böse aus, die wir jetzt schon von da aus sehen. Ah. So, hier raus. Als hätte ich vor euch Angst. Nö, bringt alles nichts. Gut, einmal kurz durchs Speichertor gelaufen. Tinte einsacken. Und ja, für die Tür brauchen wir einen Schlüssel. Dieses Tor wird sich nicht öffnen, da muss es einen Trick geben. Sieht nur. Da ist genau im Zentrum ein Loch. Ja, dafür brauchen wir. Irgendeinen Schlüssel. Den wir wohl hier eher in der Mitte besorgen. Na, das sieht jetzt aber sehr unfreundlich aus. Ups. Mist. Da wollte ich eigentlich nicht hin. Nebenbei, warum habe ich eigentlich das Ding ausgerüstet jetzt? Also den ultimativen Spiegel, schön und gut. Mir fehlen übrigens noch ein paar Perlen. Ja, Goldstoff habe ich leider auch keinen mehr. Ach, ich sehe schon. Je nachdem, was ich auf dem Rücken habe an der Waffe, kann ich die auch als Dings benutzen. Als Ausgangspunkt für Fähigkeiten. Zum Beispiel, da ich jetzt eine Blitzwaffe auf dem Rücken habe, könnte ich sie für Blitzangriffe nutzen. So. Hey, die letzte Perle. Das ging ja einfach. Oh, da ist auch noch eine Truhe. Ein Porzellantopf. Topf besteht aus halbdurchlässigem weißem Porzellan. Okay.
Netter Secret Schatz. So, wieder hier hoch. Ja, diesmal können wir theoretisch den leichten Weg nehmen. So. Nett. Idee ist. So. Es ist nur die Frage. Das hier könnte etwas ungemütlich werden. Naja, aber ich kann die nächste Spinne nehmen, um die andere einzufrieren. Und dann bin ich da oben. Okay, wieder ein Tor. Ja, wenn ich mir das so ansehe, habe ich da nichts dagegen, weil das kann jetzt wow. Auch mit Zeitanhalten kann das schwierig werden. Karte Waku-Schrein. Karte, welche die Umgebung zeigt, auf Kartenbildschirm betrachten, ja. So, jetzt noch hier rüber und wir sind angekommen. Ah ja. Oh, da hinten ist sogar mal ein Spiegel. Weg mit dir, Tonmann. Wenn ich dich zerschneide, gibt es sogar noch extra Dämonenzähnchen. Uwa, warum musst du immer so rücksichtslos sein? Ich meine, öffne deine Augen, Fake Neu. Das ist ein großes Loch. Du solltest lieber vorsichtig sein. Ich bin zu jung und zu gut aussehend, um zu sterben. Hey, sieh mal, diese Grube hat all diese glitzernde Zeug drin. Ja. Hey, was ist mit all diesem glitzernden Zeug? Ah, ich verstehe. Eiskristall wäre aus der Gruppe hochgeblasen.
Wow. War knapp, aber wir haben es geschafft. Ja, wenn ich mir überlege, wie viel Zeit ich jetzt schon gebraucht habe, um hierher zu kommen. Bis ich beim Spiegel bin. Das wollte ich nicht. Ich wollte das Kleber grün. So, Dankeschön. Na komm, wirf. Hi. Bye. Und der nächste Kandidat, bitte. So, das ging ganz gut. Ja. Nö. Ah. Klar. So. Ach, wieder so einer. Ja, Dämonenzähne für uns. Tod für dich. 10.000 Yen für uns. Habe ich absolut nichts dagegen. Autsch. Im Gegensatz zum anderen war das relativ einfach. Warum ist hier ein Spiegel und ein Tor? Das finde ich jetzt gerade etwas unlogisch. Ein Tintenstein, yay. Ein M-Knochen. Auch schön. Und sehr viel anderes Zeug. Ja gut, die Uhren sind interessant. Eine Kampfarena. Hey, sieh an, wer da ist. Dieser Typ verschwendet keine Zeit. Das gefällt mir.
Das muss der Seba-Dämon Nechku sein. Das ist einer der Zwillingsdämonen, die Kamuin in ein Eiserschaft verwandelt haben. Was für ein Glück, dass wir ihn alleine gefunden haben. Tut mir leid, Kumpel, ich weiß, du bist erst vor kurzem aus einem langen Schlaf erwacht, aber du musst wieder eine Statue werden. Hey, wo geht das Vögelchen denn hin? Hä? Sieh nur, da drüben. Was macht die zweite Amaterasu? Bist du das nicht von vor 100 Jahren, Ami? Ich kapier's nicht. Was macht denn dein altes Ich hier? Wow. Okay. Ah, jetzt ist er down. Wow. Das war eine schöne Bombe. Das war ein Doppelschnitt von uns beiden. Das war irgendwie fast schon zu einfach. Wow. Ihr habt da ja eine Show mit dem Vogel abgezogen. Schnell, Ami, bevor dein altes Ich den ganzen Ruhm einstreicht. Mach den Dämon fertig. Was zur Hölle? Das ist der Golddämon Nechku. Ja, und da hängt Oki an seinem Schnabel. Guck mal, ist das nicht Oki? Endlich! Endlich habe ich dich, wo ich dich haben wollte. Diesmal werde ich dich fertig machen. Koton soll noch einmal silbern auflodern. Wie die beiden aussehen, zwei alte Greiseulen, ey. Die aufgezogen werden. Diese Dämonen sind noch nicht besiegt. Zieh dich lieber nochmal zurück, Ami. Nein, okay, nicht. Das ist es, was einen Helden ausmacht. Du wirst nun Zeuge, wie Geschichte geschrieben wird. Koton, treues Schwert des großen Helden Oki, erwache. Hat er den Verstand verloren? Naja gut, wir sind drei gegen... Oh. Verdammt nochmal. Ich kann mich nicht bewegen. Hm.